Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Selçuk Alibas, Glückwunsch erst nochmal zu dem 2:1 Heimsieg gestern gegen 1860 München. Ein verdienter Sieg, das war so der Tenor bei allen, aber am Ende auch einer, der ein kleines Herzschlagfinale hatte. Wie hast du es erlebt? Ja, das war auf jeden Fall nochmal eine Zitterpartie am Ende des Spiels, was nicht sein musste. Ansonsten denke ich, dass wir eigentlich eine gute Partie abgeliefert haben und haben den Gegner erstmal schön kommen lassen. Und dann durch Konter effektiv zu sein und wie man dann gesehen hat, hat sich dann auch gelohnt. In der ersten Hälfte gleich 2 Tore gemacht. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte aufgehört mit Fußballspielen, was nicht sein sollte. Und wir müssen einfach daraus lernen, dass wir das einfach besser machen in der Zukunft, weil das ja nicht das nicht zum ersten Mal so jetzt war. Und ja, trotz so einer Zitterpartie am Ende, also wir hatten ja die letzten 15 Minuten, hatte ich, glaube ich, mal 2-3 hundertprozentige Torchancen, die wir dann auch nicht reingemacht haben. Und dann hast du am Ende des Spiels nochmal so eine Zitterpartie, aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay gewesen. Wir haben 3 Punkte eingefahren und das war das Wichtigste. Für dich war es die Rückkehr nach ein paar Einsatzminuten auf dem Betzenberg, nach der Verletzungspause zurück in die Stammelf. Dann schießt man gleich nach ein paar Minuten ein Tor. Besser kann man es sich eigentlich nicht wünschen. Ja, auf jeden Fall. Die letzten 3-4 Wochen war ich ja eigentlich nie richtig am Start gewesen und gestern wieder so eine Heimpremiere für mich und dann ein schönes Tor gemacht. Ich denke mal, dass ich auch eine gute Leistung gebracht habe, deswegen bin ich sehr zufrieden. Blicken wir mal nach vorne. Jetzt kommt gleich wieder ein Heimspiel. Am Sonntag kommt der Mitaufsteiger aus Bielefeld. Die haben zuletzt 5 Pflichtspiele in Folge verloren, zuletzt gegen den ersten FC Köln, auch ein bisschen unglücklich, so ähnlich wie ihr. Die große Chance zum Nachlegen? Ja, auf jeden Fall. Das ist für uns ein großer Vorteil, wenn wir dann immer zu Hause spielen. Ist sehr wichtig, dass wir nachlegen und wenn wir dann 3 Punkte nochmal einfahren, dann haben wir erstmal Ruhe und das ist sehr wichtig. Also gegen Lautern einen Punkt geholt und ja, gestern gegen 60 gewonnen. Die 4 Punkte waren auf jeden Fall sehr wichtig und wenn wir dann nochmal gegen Bielefeld nachlegen, dann haben wir erstmal Ruhe, ja. Jetzt seid ihr auf Tabellenplatz 8 nach oben geschnellt. Schaut man im Moment überhaupt auf die Tabelle? Ich persönlich schaue jetzt nicht so auf die Tabelle, weil wie man sieht, ist die Tabelle sehr eng. Gewinnst du Spiel, bist du oben, verlierst du Spiel, bist du wieder unten. Da ist also noch nichts sicher und alles drunter und drüber. Und wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt Punkte machen. Und ja, das ist das Wichtigste. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.